Braucht ihr noch günstige Materialien, Waffen oder Fallen in Fortnite Rette die Welt, dann checkt auf jeden Fall mal meinen Sponsor IG Volt aus. Der Link ist ganz oben in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Jo Leute, willkommen zu diesem Video und ja, heute in diesem Video soll es nochmal um die Thematik, wann kommt Rette die Welt kostenlos gehen. Bevor wir jetzt aber damit anfangen, ich habe zurzeit noch ein V-Bucks Gewinnspiel auf meinem Kanal, wo ich unglaubliche 60.000 V-Bucks an euch verlose. Die Regeln, um das Ganze zu gewinnen, sind auch sehr einfach und ihr müsst nicht viel machen. Zuerst solltet ihr dieses Video liken, jedes zukünftige Video, was ich hochlade, liken, dann den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und den Kanal mit euren Freunden teilen. Das ganze Gewinnspiel wird bei 20.000 Abonnenten aufgelöst und ich wünsche euch allen viel Glück. Kommen wir jetzt aber zum eigentlichen Thema des Videos und zwar soll es hier heute in diesem Video nochmal um Rette die Welt gehen. Ich habe ja schon ein paar Videos zu Rette die Welt gemacht und da ging es ja immer darum, wann diese Version nun kostenlos rauskommt. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ich auch so mal Rette die Welt Videos machen soll, ob ihr darauf Bock habt oder eher nicht. Aber Leute, ich komme jetzt nochmal zum Thema, wann wird denn Rette die Welt kostenlos kommen? So genau, Leute, kann euch das niemand sagen, außer ein Epic Games Mitarbeiter. Nur wir wissen schon, Leute, dass auf jeden Fall in 2018 Rette die Welt kostenlos sein wird. Epic Games selber hat sich aber immer zurückgehalten und hat nichts darüber geschrieben. Es stand nur von Anfang an fest, dass es 2018 kostenlos kommt und da habe ich ja damals eine Theorie aufgestellt. Und zwar habe ich mal ein bisschen überlegt und habe mir gedacht, warum denn nicht zum Ende von Season 4, Anfang Season 5, da könnte ja die Early Access vorbei sein. Jetzt haben wir immer noch Early Access, Season 4 ist fast zu Ende, aber ich bleibe trotzdem bei meiner Meinung, dass wir es wahrscheinlich Anfang Season 5 kostenlos bekommen werden. Wenn es nicht so ist, Leute, ist es so, dann werde ich euch aber noch ein Update hochladen, was da vielleicht noch kommen wird. Damit dieses Video auch einen Sinn hat, habe ich noch einige Punkte zur kostenlosen Rette die Welt-Version für euch. Dabei handelt es sich natürlich nur um Vermutungen, wie es dann wahrscheinlich sein wird. Ich halte sie aber trotzdem für realistisch und denke auch, dass sie ungefähr so ins Spiel kommen werden. Und zwar fangen wir an mit den V-Bucks. In Rette die Welt kann man ja viele V-Bucks erspielen und ich glaube nicht, dass es in der kostenlosen Version möglich ist, V-Bucks zu erspielen, da Epic Games sonst große Verluste machen würde. Der zweite Punkt ist, das habe ich auch noch gelesen, dass es dann so sein wird, dass man in der kostenlosen Rette die Welt Version nur die ersten beiden Welten spielen kann, und zwar Steinwald und Plankaton. Das halte ich auch für sehr realistisch, dass Epic Games sagt, ja, der Modus kommt kostenlos raus zum Testen, man kann keine V-Bucks erspielen und man kann nur die ersten beiden Welten spielen. Was haltet ihr zu den Punkten? Findet ihr sie auch realistisch oder denkt ihr, nee, man kann alles spielen, man kann V-Bucks verdienen? Was sagt ihr, Leute, würde mich mega interessieren. Ich bin jetzt aber raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Lasst ein Like und ein Abo da. Teilt den Kanal wirklich mal mit all euren Freunden. Hashtag Road to 20k, meine Freunde. Haut rein und ciao, Leute.